Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Osmanthus, die süße Duftblüte. Der exotische Duft von Osmanthus katapultiert uns zurück in die Gegenwart, wenn wir uns in der Vergangenheit verloren haben. Die intensiv duftenden weißen Blüten von Osmanthus faszinieren die Menschen in China schon seit Christi Geburt mit ihrem Hauch von Luxus. Die Duftblüte wird eingesetzt, um die besten Teesorten wie Oolong und Pu'er Tee zu beduften. Ein Luxus, welchen sich nur die reichen Chinesen leisten konnten. Das passte so gar nicht in das Konzept der Rotchinesen und so ließ Mao Zedong in den 1960er Jahren die Osmanthusbäume abholzen, da die Duftblüte bürgerlich sei. Eine Freundin, welche in Hongkong aufgewachsen ist, spricht bei Osmanthus von der heimlichen Nationalblüte Chinas. Hast du gewusst, dass Hongkong duftender Hafen bedeutet? Wohl kaum verwunderlich mit all diesen Gerüchen in dieser Stadt. Wie sieht die Pflanze Osmanthus aus? Der kleine 3 bis 5 Meter hohe Strauch und immergrüne Baum Osmanthus mit seinem botanischen Namen Osmanthus fragans hat glänzende dunkelgrüne Blätter und wächst im gesamten paläotropischen Raum Asiens. Er wächst langsam, kann jedoch ein relativ hohes Alter erreichen. Wie riecht Osmanthus? Seine kleinen gelblichen Blüten duften intensiv blumig und haben einen Hauch von einer Veilchennote. Die Duftblüte erinnert im Duft auch an Aprikosen und Pflaumen. Deswegen wird sie gerne bei Körperpflegeprodukten eingesetzt, um diesen luxuriös, intensiv, fruchtig blumigen Duft in diese Körperpflegeprodukte mit hineinzubekommen. Gibt es Osmanthus auch bei uns? Osmanthus burgwoodi ist eine Hybride, die in unserer Region als winterharte Heckenpflanze gezogen wird. Sie ist sehr blickdicht und duftet in der Blütezeit Mai-Juni intensiv süßlich. So holen sich heute Europäer diesen beliebten, luxuriösen, blumig intensiven Duft in die eigenen Gärten. Auf der Insel Mainau kannst du bei einem Besuch im Herbst die duftenden Blüten von Osmanthus genießen. Wie wird das ätherische Öl hergestellt? Für die Herstellung des Osmanthusöls werden die Blüten in Hexan extrahiert. Sehr empfindliche Blüten wie die Duftblüte, also die Blüten von Osmanthus, müssen in Hexanextraktionen gezogen werden. Wasserdampf und die Hitze einer Wasserdampfdestillation würden ansonsten die Duftstoffe von den Blüten zerstören. Ätherische Öle, welche auf diese Art gewonnen werden, nennen wir Absolus. Verspürst du den Wunsch, die Duftblüte Osmanthus auch in deinen Körperpflegeprodukten vorhanden zu haben? Ja? Auf meinem Blog findest du eine einfache Herstellung für ein luxuriöses Duschgel zum Selbermachen. Einem luxuriösen Duscherlebnis mit dieser wundervoll duftenden Osmanthus-Mischung steht dann nichts mehr im Wege. Genieße auch du einen Hauch Luxus in deinem Alltagleben wie die High Society aus dem alten China. Wie ist die Wirkung von Osmanthus? Die körperliche Wirkung? Laut der traditionell chinesischen Heilmedizin steigert Osmanthus unsere Lungengesundheit und wirkt schleimlösend im Halsbereich. So werden die Duftblüten vor allem in Hustentees pur oder mit Honig angewandt. In der TCM heißt es weiter, dass Osmanthus den Körper entgifte und gereizte Haut pflege. Ebenso unterstütze es ältere Menschen bei einer schwachen Verdauungsfunktion. Die psychische Wirkung von Osmanthus. Osmanthus wirkt angstlösend,
ausgleichend und inspirierend. Gleichzeitig hat es eine erdende Wirkung, welche sich stabilisierend auf die Psyche auswirken kann. Somit kann dieser Duft in Krisenzeiten aus dunklen Gedankengängen heraushelfen. Die Duftblüte fördert Lebensfreude und Wohlbefinden im Alltag. Sie ist ein absoluter Stimmungsaufheller. Ich erinnere mich gerne an die künstlerische Tätigkeit meines Vaters. Er war hauptberuflich Bildhauer. Papa liebte diesen Duft im Entstehungsprozess von neuen Arbeiten. Es hat ihn dabei inspiriert, bodenständig zu bleiben und Geist und Seele miteinander zu verknüpfen. Eine wunderschöne Skulptur in meinem eigenen Wohnen erinnert mich an diesen Duft Osmanthus Tag für Tag, denn sie wurde mit diesem Duft der Duftblüte geschaffen. Wofür ist Osmanthus gut? In der Aromaküche? Getrocknete Osmanthusblüten dienen der chinesischen Küche in vielerlei Variationen. Sie verfeinern alle Gerichte mit ihrem intensiven Duft und Geschmack. Insbesondere in der Süßspeisenküche ist dieser Duft sehr begehrt und auch so manche Getränke werden mit Osmanthusblüten bereichert. Die Parfümierung von Teemischungen mit Osmanthus ist bereits seit dem 14. Jahrhundert bekannt. Da reiner Osmanthus-Hustentee kein Koffein enthält, kann dieser zu jeder Tages- und Nachtzeit getrunken werden, ohne auch den Schlaf zu beeinträchtigen. Kennst du Guhuya Iyu? Es ist ein chinesisches bernsteinfarbenes Süßgetränk. Hierbei wird Weißwein mit Zucker versetzt und dann mit den Duftblüten von Osmanthus kräftig intensiv parfümiert. Osmanthus in der aromatischen Anwendung. In Diffusern wie in Körpersprays ist Osmanthus immer herzlich willkommen. Wenn jemand die Duftblüte besonders gerne mag, dann kann diese in einer individuellen Duftmischung genau das Besondere ausmachen. Hier gilt die Regel wieder, weniger ist mehr. Ein Tropfen dieser intensiven Duftblüte ist völlig ausreichend. Zu viel des Guten könnte eine narkotisierende Wirkung haben. Es macht wie immer die Dosis. Hautanwendung bei strapazierter Haut. Bei strapazierter Haut ist Osmanthus ein Genuss. Es ist einfach, damit Körperpflegeprodukte wie Duschgel und Bodybutter selber herzustellen. Da sich Osmanthus gut mit anderen ätherischen Ölen wie beispielsweise der Rose, Ylang Ylang oder Jasmin mischt, kann hierbei die eigene Duftnote für eine wohltuende Hautanwendung mit den besten Inhaltsstoffen erschaffen werden. Auch Osmanthus hat eine Besonderheit. Im Handel werden verschiedene Osmanthus-Absolüs angeboten. Das Spektrum reicht von 5-10%igen Lösungen in Weingeist oder in Pflanzenölen bis zur puren Essenz. Die verdünnten Versionen werden aufgrund des intensiven Duftes angeboten und das gilt es dann bei der Weiterverarbeitung zu berücksichtigen. Je mehr Osmanthus verdünnt wird, desto blumiger und feiner wird sein Duft. Die pure Essenz erinnert mehr an den Duft von Zedernholz. Meiner Erfahrung nach riecht Osmanthus am besten in einer 5%igen Weingeistverdünnung. Osmanthus zusammengefasst. Der Duft von Osmanthus mit seinem botanischen Namen Osmanthus fragrans ist exotisch, intensiv, süß, blumig duftend mit einer besonderen Veilchennote. Die Empfindlichkeit der Blüten erfordert eine Hexamextraktion. Die Duftblüte ist in der traditionellen chinesischen Heilmedizin wohl bekannt für die Lungengesundheit, zur Entgiftung des Körpers und bei schwacher Verdauungsfunktion älterer Menschen. Auf der psychischen Ebene wirkt Osmanthus angstlösend, ausgleichend und inspirierend.
In einer aromatischen Anwendung katapultiert uns der Duft von Osmanthus in die Gegenwart, wenn wir uns in der Vergangenheit verloren haben. In der chinesischen Küche sind Osmanthusblüten sehr weit verbreitet. Es gibt Gerichten wie auch Tees eine besondere luxuriöse Note. Das konnten sich die Menschen nicht immer leisten. Die Kreativität fördernde Duftnote Osmanthus wurde von den Kommunisten nicht gerne gesehen und so wurden kurzerhand die Osmanthusbäume gefällt. Meine Top-Anwendung jetzt für dich: Luxus pur für deine strapazierte Haut. Eine einfach hergestellte Bodybutter aus Shea-Butter mit den ätherischen Ölen von Rose und Osmanthus ist nicht nur ein wahrer Duftgenuss, sondern auch deine Haut wird es lieben. Das gilt für jeden Menschen. Wenn es etwas weniger blumig sein darf, dann fügst du dieser Mischung noch einen Hauch von Patchouli bei. Genieße auch du die Duftblüte Osmanthus, wie es die Menschen im Duftenden haben taten. Mein Name ist Barbara Tausch und ich freue mich, dich bald wieder begrüßen zu dürfen.